In anderen Teilen der Welt verlassen junge Männer ihr Zuhause und brechen auf der Suche nach einer verheißungsvollen Zukunft zu weiten Reisen auf. Der einzige Grund, warum Leute hierher reisen, ist das Waisenhaus. Sie wollten ein Mädchen, Curly. Ich will nie eine haben. Ich war als Arzt zu den verlassenen Kindern und ungewollt schwangeren Frauen gekommen. Gute Nacht, ihr Prinzen von Maine. Ihr Könige von Neuengland. Wieso sagt Dr. Larch das jeden Abend? Er sagt's, weil es uns gefällt. Und so wurde ich zum Beschützer von vielen und zum Vater von keinem. Naja, von einem schon. Zeit für die Gute-Nacht-Geschichte. Er hieß Homer Wales. Und so viel war mir immer klar. Die Augen meines Vaters hatten sich vor dem Licht dieser Welt für immer verschlossen. Er war ein außergewöhnlicher Junge. Homer Wells war dazu geboren, anderen zu helfen. Du bist ein tüchtiger und talentierter Chirurg. Ich bin kein Arzt. Ich habe nie Medizin studiert. Ich war nicht mal auf einer Highschool. Du wirst es mich wissen lassen, wenn du in deinem Leben irgendwas findest, was dich mehr erfüllt. Ich wollte fragen, ob sie mich vielleicht mitnehmen könnten. Jetzt verlässt er das einzige Zuhause, das er jemals hatte. Ich bin noch nie am Meer gewesen. Ist das wahr? In der Hoffnung, das zu finden, wonach er sich immer gesehnt hatte. Dieses Leben gefällt mir. Mir gefällt es, Hummer zu fangen und Äpfel zu pflücken. Ja, ich glaube, ich mache mich einigermaßen nützlich. Wieso machst du so viel mit dieser Candy, Homer? Ich habe noch nie so ein nettes und hübsches Mädchen gekannt. Dich scheint ja ganz schön erwischt zu haben, Homer. Und wie es dich erwischt hat. Ich vermute, dass wir ihn an die Welt verloren haben. Kinowelt präsentiert Tobey Maguire, Charlize Theron und Michael Caine. In dem neuen Film des Regisseurs von Gilbert Grape. Das geht dich nichts an. Weißt du, was dich was angeht, Homer? Ich kann helfen. Mehr sage ich gar nicht. Ich kann helfen. Nach John Irvings berührendem Roman über die Suche nach dem Ort. Ob ich mal der Held meines eigenen Lebens bin? Das weiß ich jetzt noch nicht. Den das Schicksal für jeden von uns vorgesehen hat. Gottes Werk und Teufels Beitrag.